Was geht ab? Ich bin's Marvin. Ich bin's Kelvin. Und heute neuer Teil Sachen frittieren. Wir haben wieder viele neue Sachen gekauft. Ja, interessante Sachen zum schön frittieren. Diesmal genau. Ist auch schön viel Schokolade dabei. Oh, das schmeckt immer am besten. Auch Obst ist dabei. Yes. Also sehr vielfältig. Ihr wisst ja, wie das läuft. Hier zum Beispiel eben Schokobons. Die werden wir frittieren. Sie werden wir in eine Panade tauchen. Genau. Und dann hier reinballern. Das können Sie dann köstlich probieren, ne? Genau, wie das so schmeckt. Ja, dann fangen wir doch direkt mal mit den Schokobons an, oder? Würde ich auch mal sagen. Ja. Dann Panade einmal. Oh, das Ding ist, wir haben leider keine Zange, müssen das jetzt mit den Händen machen. Ja, ich kann ja mit einem Einweg anscheinend reingreifen. Dann musst du dich opfern. Ich opfer mich. Okay. Okay. Mal, nehmen wir mal 4 Schokobons. Ja, Mann. Oder was? Zack. Genau, ich kann auch direkt dir mal rausholen, so, weißt du? Weil da ist keine Zange. Und Nummer 4. Hier, so. Alles schon eingetunkt. Yes. Okay, dann zieh du dir Handschuhe an am besten. Kannst hier rausfischen und hier reintun. Achso, den müssen wir noch auf Temperaturen bringen, das Ganze hier, ne? Zack, 160 Grad, oder? Ja, 160. Perfekt. So, was haben Wurzeln? Yes, machen wir auf 150 lieber. Ich fisch mal die Bombs raus. Ja. Oder meinst du, das kannst du aber mal mit einem Löffel so rausholen? Mach lieber mit der Hand, das ist easy. Ein bisschen genauer. Okay. Lass erstmal abtropfen ein bisschen. Ja. Muss schön bedeckt sein und rein damit. Nummer 1. Aber ist gut bedeckt. Doppelt. Nummer 2. Ja, bei denen ist es schwierig, weil die so glatt sind. Ja, das ist eine glatte Oberfläche. Bäm und rein damit. Abwurzeln. Müssen wir jetzt echt im Auge behalten. Ja, ich hoffe, das klappt bei denen, Alter. Ja, jetzt schade, wenn das komplett abfällt. Ja. Wir werden sehen. Boah, das Brot ist krank. Mhm. Kann spritzen, ey. Aber oh, nice, das wird jetzt schön erhitzt. Ja. Das klappt, die Panade bleibt rum. Oh, 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 die laufen aber nicht so schnell aus. Sehr, sehr gut. Also können wir die ordentlich durchbrutzeln. Ja. So. Sehen gut aus eigentlich, ne? Sieht gar nichts gut aus. Müsste reichen, oder? Raus okay. Mit diesen Dingern hier. Alter Schäde. Oh nein. Oh. Eins ist schon zerfallen. Oh Leute, die sind richtig weich. Ja. Oh, der ist ganz nice. Der ist halb. 3. Hier noch einer. Wow, wow, wow. Nice. Geil. Schneid mal einen auf und zeig's den Leuten. Okay, okay, okay. Von nah. So. Wir haben hier frittierte Kinderbons. Schoko-Kinderbons. Okay, sieht man jetzt nicht so. Also die sind nicht mehr flüssig so am Auslaufen. Aber probier mal. Jeder kann ja einnehmen. Genau. So, soll ich dich jetzt füttern oder? Ja, ich habe Handschuhe, fütter mich mal. Okay, hier, der ist noch komplett ganz sogar. Oh mein Gott! Alter! Mmh. Oh mein Gott! Mmh. Ey, diese Kindermilchschokolade, ne? Zu geil! Ey! Allein die ist so erhitzt innen und so richtig schön flüssig, so angenehm, ne? Ja, und hier ist noch diese weiße Creme. Oh ja, genau, diese Kindermilchcreme quasi. Die war richtig schön weich. Ja, Mann. Und schön flüssig, Mann. Hier seht's. Boah, das war echt geil. Aber war echt geil. Übergeil. Den Rest gönnen wir uns jetzt auch noch. Nächstes ist ein Schokoriegel hier. Hershey's. Weiße Schokolade, glaube ich. Ja. Cookies and Cream. Okay. Hört sich lecker an. Oh nein. Oh oh. Zerbröckeln leider hier, krank. Oder hier das Stück. Ja, das machst du. Versuch das hier einzubauen. Okay, klar. Cookies and Cream, ich glaube, der ist richtig lecker. Tauchen wir mal ein. Ja. Oh. Zack, zack, zack. Kräftig, mächtig. Und rein mit dem guten Ding. Bam. Gut umhüllt. Und tschüss. Und rein damit. Boah. Boah. Voll am Aufgehen. Alter. Das heißt, sie ist komplett geschlossen, die Hülle. Geil. Ja, das ist mal geil. Kann er innen schön. Ja, Mann. Boah, das Fett spritzt hier richtig raus. Total am Spritzen, Mann. Ein paar Taschentücher rum. Mhm. Ich glaube, der müsste fertig sein, oder? Ja. Boah, das sieht schon mal gut aus. Sehr gut aus. Boah, zeig das mal. Das sieht richtig gut aus, Leute. Check das ab hier. Richtig aufgegangen, das Teil. Okay, ich muss jetzt wieder hier strugglen. Oh. Ah, nein. Scheiße, Digga. Scheiße. Das Weiße ist irgendwie komplett weg. Es ist nur noch so Oreo. Stücke da, also die Cookie-Stücke. Voll wegfrittiert. Zieht euch das rein. Ich weiß nicht, wo der Rest hingegangen ist. Schauen wir mal, ob da ein bisschen Geschmack übrig geblieben ist. Das ist, glaube ich, nur drin. Gönn dir, Junge. Boah. Aber ein schöner Geschmack. Mmh, ist trotzdem lecker. Ja. Ja, und er hat sich aber nicht so viel verändert, meine ich jetzt. Ne? Ja. Weil er relativ hart war. Genau. Leute, jetzt hier so ein Croissant. Boah. Wir hatten ja schon mal so ein Gebäck, das geht so krass da drin aus. Das geht übertrieben. Wir machen das jetzt so ein bisschen special. Und zwar
machen wir so ein ganz klassisches Käse-Croissant. Mm. Dann tun wir das da rein, mal gucken, wie das am Ende aussieht. Boah, ja, Mann. Yeah. Dass der Käse schön da drin schmilzt. Yeah, sir. Bam. Eins reicht ja erstmal, ne? Ein genau, Croissant. Nimm mal eins. Boah, dann noch frittiert, das ist so krass. Das ist so heftig. Machen wir eigentlich im Backofen, ne? Mm. Ey, wir können ja mal so machen. Boah, riech mal jetzt schon. Boah, das wird so das aufgehen. So buttrig. Ja, das riecht buttrig, ey. Wir können ja so machen, wir machen ein Croissant mit Käse und danach das ganze Ding einfach mal gucken, wie das aufgeht. Boah, was machen? Drin? Das wird lustig, Mann. Okay. Okay. Genau. Das heben wir uns auf hier. Genau. So, da rein kommt jetzt Käse. Da brauchen wir jetzt keine Panade übrigens, ne? Nee, nee, so. Brauchen wir keine. So, Käse schön da reinballern. Genau, und dann schön einrollen. Boah. Nice. Leute, der Käse ist hier drin jetzt. Mach es noch ein bisschen zu. Bäh. Hier ist unser Croissant. Rein damit. Und tschüss. Und einsenken. Bam. Oh, das schwimmt. Das müssen wir runterdrücken. Ja. Ich merke schon, wie das größer wird irgendwie die ganze Zeit. Es saugt sich auf und wird bigger. Boah. Junge. Das baut sich schon gut Scheiße. Auf. So, okay, okay, okay. Oh ja, oh ja. Oh, der ist aufgegangen. Bam, Leute. Sieht sehr, sehr fettig aufgesaugt aus. Oh, ein Riesen, wie das jetzt auch schmeckt. Warte, warte. Heiß, heiß, heiß. So. Dann schneiden wir das. Schneiden wir an hier. Schneid mal rein. Oh, warte, ich schneide erstmal rein von hier. Wie der Käse aussieht, ne? Wow, der Käse richtig geil. Ja. Oh mein Gott, das kannst du mal schön zeigen, ey. Zieht euch das rein, hier ist der Käse schön drin. Lecker. Bam. Geil, okay, okay, okay. Boah, hätten wir Mozzarella da reingemacht, das wird komplett geschmolzen. Ja. Heiß und fertig. Okay, alles dabei, Käse. Boah. Ey, der geschmolzene Käse ist richtig heftig, Mann. Mit dem Blätterteig. Mmh. Ey. Andere Welt. Willst du nicht wissen, wie viel Fett da drin ist, aber es ist einfach lecker. So lecker, ne? Mmh, das ist so geil, Mann. Leider ist das so fettig, Junge. Ja. Boah. Leider so fett, aber. Überlecker. Kann man nicht jeden Tag essen, Mann. Das kann ich jedem empfehlen. Kann man mal nachmachen, ne? Das war das Blätterteig-Croissant so. Ganz normal mit Käse einfach. Zu geil, ne? Das mal frittiert. Heftig. Leute, jetzt eine Honigmelone. Oh ja. Ich würde sagen, wir schneiden die mal. Nur das Fruchtfleisch rausschneiden. Ja, yeah, klar, genau, nur ne? Fruchtfleisch. Machen wir uns ein schönes Stückchen. Yes! Kamera ist gerade ausgegangen. Genau, Melone tauchen wir gerade ein. Wir haben gerade hier Honigmelone geschnitten. Ein Stück auf Nacken. Wir sind quasi am Gönnen. Boah, so lecker. Mmh. Boah, lange nicht mehr gegessen, ne? Mhm. Die Honigmelone kommt genau jetzt knackig rein. Bam. Und tschüss. Rein damit. Okay, die bleibt unten. Schauen, ob das jetzt klappt, ne? Weil die ist ja auch wieder sehr glatt, ne? Ja. Und rutschig. Ah. Oh, Leute, die Melone ist ja sehr wässrig und Wasser und Pfeffer verträgt sich nicht so gut. Beziehungsweise Wasser und Öl. Ich hab einen Spritzer bekommen. So, das so. Müsste reichen, oder? Ja, ja, ja. Das sieht sehr gut aus. Frittierte Melone, Leute. Frittierte Melone. Oh, voll sanft. Oh, richtig, richtig saftig. Also guck mal, wie hart eigentlich Melone ist, aber jetzt ist das so weich, das ist richtig weich geworden. So noch richtig am Dampfen. Ready? Go. Ja, geht. Hey. Kann man schon essen? Mhm. Und? Boah. Alter, schmeckt das? Heftig. So ein bisschen heiß. Boah. Aber die zergeht richtig und die ist richtig immer noch saftig und knackig. Mhm. Aber so richtig schön aufgeweicht und erhitzt. Also richtig aber eigentlich unnötig. Aber es bringt jetzt nicht so viel. Aber es ist halt, wenn man so erhitzte. Ja, Ananas schmeckt ja so lecker, so warm. Ja. Ist jetzt vielleicht das falsche Obst. Ja, es geht zu sehr ein halt. Ja, es geht ein bisschen ein, aber ich finde, es war okay. Aber war lecker, Mann. Leute, jetzt machen wir noch ein Experiment. Und zwar den Rest des Teigklumpens einfach reinklatschen. Also von den. Okay. Hier, der Croissant-Teig, also den komplett einfach rein. Rein damit, Digga. Das ist so lecker, ne? Riecht so geil. Mal gucken, was passiert, wie der aufgeht. Ja. Bam. Rein damit, Digga. Und let go. Bam. Okay, das schwimmt oben. Ja. Wir müssen das ab und zu drehen oder runterhalten. Boah, mal schauen, wie viel Fett das aufnimmt. Mhm. Oh, Scheiße. Boah, was für ein Klumpen, Alter. Oh mein Gott, ich kann das gar nicht mehr drehen. Ey, der wird richtig dick. Weil die ganze Masse kann so viel aufsaugen. Ja, die ganze. Ey, Leute, ich glaube, gleich ist die Fritteuse leer. Wir sind gespannt, was gleich abgeht, Mann. Das ganze Fett geht da rein, Alter. Wir zischen hier einen Mutant, Alter. Ja, Mann. Okay, okay, okay. Guck mal, dieser Haufen, Leute, Alter. Boah, das ist fettig, Mann. So fett, das Teil. Ach du Scheiße. Warum spießen wir so auf? Soll ich rausziehen? Ziehen wir raus? Okay.
Oh! Mann! Ey, der ist noch innen, glaube ich, ein bisschen roh. Bam! Oh, boah, ich bin gespannt. Ich glaube, der ist innen noch etwas roh, oder? Der ist sehr aufgenommen. Außen hat er sich gut entwickelt. Boah, wie sanft. Nein, das ist doch roh. Ja, scheiße. Oh, Leute, das ist so. Wir hätten das bei niedrigerer Temperatur, glaube ich. Zeig's mal. Boah, sieht jetzt aus wie Käse innen drin. Ja, ja, obwohl das einfach nur dieser Innenteig ist. Boah, das ist so fett geworden. So heftig, Digga. Ein Stück von außen hier. Ja. Boah, richtig zart und fein. Ohne Scheiß. Und richtig kross. Knackig. Geil, Mann. Leute, das war's mal wieder mit Sachen frittieren, verschiedene Sachen. Gebt auf jeden Fall einen Daumen hoch, wenn euch das gefallen hat. Ja, Mann, ich denke mal, das war der letzte Teil, es sei denn, ihr macht richtig viele Daumen hoch. Dann überlegen wir uns, einen neuen zu machen, weil wir haben mittlerweile alles durch, was es gibt. Und crazy Sachen vielleicht noch in die Kommentare, damit wir wissen, was wir dann frittieren sollten. Yes. Ansonsten, Leute, folgt uns auf Instagram, einmal hier MarkFit und hier KeltenFitty. Folgt uns auf dem neuesten Stand, frische Bilder, alles am Start. Yes. Checkt unser Merch-Up ab, wenn ihr wollt. Erster Link in der Beschreibung, gibt's coole Sachen. Und noch schöne Grüße an Fatima, grüß die Lockerkühe. Danke dafür. Wenn ihr auch uns gegrüßt werden wollt, müsst ihr einfach nur abonnieren, direkt an den auf das Glöckchen klicken, dann einfach aktivieren und kriegt immer eine neue Nachricht, wenn wir ein neues Video hochgeladen haben. Geiler Sir. Yes, dann schreibt in die Kommentare, Hashtag Glocke aktiv, wenn wir auch sehen, ihr habt die Glocke aktiviert. Genau, ein bisschen Glück bleibt mir hier wieder und grüßen euch. Sonst würde ich sagen, bis morgen. Peace.